Ja, ich habe es vorhin auf meine Kiste geschafft. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Raven. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in Deutschland als selbsternannten Adventure-Kanal Nummer 1 hier. Und wir spielen zwei Adventures gleichzeitig. Irgendwie stecke ich in der Kiste. Das ist die Kleidung, auf der ich liege. Verschiedene Stoffe. Einige rauer, einige weicher. Hier ist so etwas wie ein feines Netz. Na, ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Okay. Und wie soll ich denn da rauskommen? Ich meine, normalerweise könnte die Kiste einfach auftreten, ne? Dann wäre die auch schon auf. Ich hoffe, die Hafenarbeiter haben den Frachtraum schon wieder verlassen. Am besten öffne ich den Deckel erst einmal nur ein Spalt breit. Das heißt, ich würde ihn ein Spalt breit öffnen, wenn er sich bewegen ließe. Ja, ich stecke im Regal. Von außen muss man vermutlich nur am Griff ziehen, um die Truhe zu entriegeln. Aber es hat niemand daran gedacht, dass ich sie nun von innen öffnen muss. Ich stecke im Regal, ich käme sowieso nicht raus. Das fühlt sich wie Metall an. Eckig. Ich glaube, das ist das Schloss der Truhe. Hier sind kleine, runde Erhebungen mit Schlitzen in der Mitte. Das könnten Schrauben sein. Okay. Schraubenzieher. Schraubenzieher. Ja, Messer. Aber hier. So. Nun müsste doch... Aha. Jetzt aber. Das ist doch jetzt ein Scherz. Ich hab's dir doch gesagt. Das scheint ein Gurt zu sein, der irgendwas im Regalfach über der Truhe festhält. Leider komme ich nicht an den Gurtverschluss. Muss ich aber. So, jetzt kann ich mich vielleicht mit dem Seil irgendwie rausziehen. Aber wo? Hervorragend. Hoffentlich rutscht der Metallverschluss nicht aus der Kiste, wenn ich am Gurt ziehe. Das Metallrohr ist dicht ins Regal gerollt. Und trotzdem außerhalb meiner Reichweite. Ich komme nicht dran. Vielleicht nochmal mit dem Gurt? Wie soll das gehen? Der Gurt wird sich kaum von allein um das Rohr knoten. Das ist richtig. Also schön. Ich bohre die Klinge durch den Gurt. Und zwar möglichst weit hier am Gurtende. Ein Versuch ist es wert. Na, geht doch. Mit etwas Geduld. Tada! Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich ein Rohr, aber das wisst ihr ja. Okay, was mache ich jetzt mit dem Rohr? Das sollte halten. Das dürfte mir nicht weiterhelfen. Ich glaube, ich habe schon beim ersten Versuch den Hauptgewinn geangelt. Mehr ist nicht zu holen. Okay. Ein stabiler Haltegurt samt Metallschelle. Aber damit kann ich vielleicht, das sieht aus wie so ein Griff, ne? Wenn man was ziehen oder reißen will. Meine beste Chance. Das hält bombenfest. Und kein Augenblick zu früh, wie es scheint. Ja, so kann ich mir aus dem Regal ziehen. Oh Mann, ey. So habe ich mir das nicht vorgestellt, ehrlich gesagt. Machen wir lieber wieder zu. Oh oh.
Nein. Ich schlag mich selbst. Also, je nachdem, wer ich jetzt bin, da blicke ich langsam auch nicht mehr durch. Na toll. Okay, ich fessle ihn und dann sehe ich zu, dass ich hier rauskomme, bevor man nach ihm sucht. Und ich habe auch schon eine Idee, wo ich mich verstecken kann. Ja, prima. So kommt jetzt eins bei das andere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so gegangen ist. Und auch noch ohne sich zu verabschieden. Erschrecken Sie nicht, junge Dame. Was tust du hier? Ich hatte Sehnsucht. Meinst du, das ist der richtige Zeitpunkt? Was ist im Zug passiert? Nichts. Nichts Schlimmes. Alle sind wohlauf. Inch ist gefährlich. Ich habe es immer gesagt. Ich weiß. Deswegen sind wir vorsichtig. Und immerhin hast du den besten, klügsten und hübschesten Nachwuchsdieb der Welt an deiner Seite. Und bescheiden ist er auch noch. Keine Angst. Ich pass schon auf dich auf. Was habe ich kleines, dummes Mädchen doch für ein Glück. So, so. Da geht was. Mhm. Tja. Damit hätten wir den nächsten Cliffhanger zur nächsten Staffel. Dass die Folge so kurz werden würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Kapitel 3 wird dann erscheinen am, jetzt muss ich mal gerade nachschauen für euch. Jedenfalls würde ich mich schon mal, sage ich schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wann die nächsten Folgen kommen, seht ihr im Sendeplan unter tv.garderol.de. Auch zu dem fantastischen anderen Adventure, was ja bei uns gerade noch im Kanal läuft, nämlich das Schwarze Auge Memoria. Ein fantastisches, wie ich finde, Adventure mal wieder von unseren Freunden von Dedelic. Und wir gucken mal kurz hier in die Beschreibung rein. Also, der dritte Teil. Also, es geht weiter mit dem letzten Teil Mörder und Raben. Am 24. September geht es für euch weiter. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Empfehlt meine Videos weiter. Rührt mir ordentlich die Werbetrommel, denn es sieht im Moment nicht gut aus, was so die Akzeptanz der Adventure angeht. Also, wenn die Quoten so schlecht bleiben, muss ich mir demnächst genauer überlegen, welche Spiele ich spiele. Denn wenn es euch irgendwie nicht so interessiert, dann macht es keinen Sinn, dass ich so viel davon zeige. Ne? Macht, ist klar. Ist nicht, weil ich quotengeil bin, sondern ich möchte ja Sachen zeigen, die euch gefallen. Naja, also, ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein und schaut euch die fantastischen anderen Sachen in meinem Kanal an. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.